Im Living Lab Smart Energy entwickeln wir neue Lösungen für den effizienten Betrieb des Energiesystems der Zukunft. Im House of Living Labs beziehen wir lokalen Strom über eine Photovoltaikanlage. Mit steuerbaren Batteriespeichern können wir elektrische Energie netzdienlich puffern. Der Wärmebedarf wird durch das flexibel regelbare Blockheizkraftwerk oder Brennwertgerät gedeckt. Ein elektrischer Heizstab wandelt überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energiequellen netzdienlich in Wärme um. Im Sommer kommt der Kältespeicher zum Einsatz, der Freiheitsgrade zur Optimierung bietet. Dadurch können genutzte Räume möglichst energieeffizient klimatisiert werden. Kommunikativ angebundene Energiezähler bilden die Grundlage zur Optimierung von Energieflüssen. Die steigende Anzahl an Elektrofahrzeugen kann genutzt werden, um Schwankungen in der erneuerbaren Stromerzeugung abzufangen. Prognosen ermöglichen eine netzdienliche Optimierung des Ladevorgangs ohne Beeinflussung der Mobilität. Die Klimatisierung wird abhängig von der Raumreservierung umgesetzt. Eine vorausschauende Temperierung erhöht den Komfort und ermöglicht gleichzeitig die effiziente Integration erneuerbarer Energiequellen. Im Smart Home werden Freiheitsgrade von Haushaltsgeräten genutzt. Wenn das Geschirr erst abends sauber benötigt wird, entscheidet das Energiemanagement automatisch über den Startzeitpunkt des Spülvorgangs und nutzt möglichst erneuerbare Energiequellen. Visualisierungen helfen, Energieflüsse zu verstehen. Sichere Kommunikationsverbindungen zu Stromlieferanten und Netzbetreibern ermöglichen innovative Geschäftsmodelle zur Lastverschiebung. Wir entwickeln Energiemanagementsysteme, die den Stromverbrauch vollautomatisiert und ohne Komforteinbußen netzdienlich anpassen. Neben der Entwicklung von Energiemanagementsystemen und Optimierungsalgorithmen sind Simulationen zur netzdienlichen Flexibilitätserschließung ein wesentlicher Bestandteil unserer angewandten Forschung, die zur Erreichung der Klimaziele beiträgt.